Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Blaulichtmagazin. Heute geht es um die neuen Tanklöschfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung in Niedersachsen. Bleibt dran! Das Thema Vegetationsbrände ist bei den deutschen Feuerwehren angekommen. Seit einigen Jahren beschäftigt man sich im Feuerwehrwesen immer mehr mit Wald- und Feldbränden, bildet sich entsprechend weiter und passt auch die Ausrüstung immer mehr an die auftretenden Einsätze an. Nicht zuletzt spielt dabei auch der Klimawandel eine entscheidende Rolle. Auch das Land Niedersachsen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr Gedanken darüber gemacht, wie man die Feuerwehren noch besser auf Waldbrände vorbereiten und am Ende auch dafür ausstatten kann. Entstanden ist dabei ein ganz besonderes Fahrzeugkonzept, angelehnt an die Waldbrandfahrzeuge aus Frankreich. Das Tanklöschfahrzeug Wald vom Typ Niedersachsen ist letztendlich ein TLF 3000 und entspricht im Groben und Ganzen einem französischen CCFM. Das ist eine französische Norm. Diese Fahrzeuge sind schon seit Jahren in Portugal, Schweden oder überall im Einsatz. Frankreich, da kommt die Norm eigentlich her. Schwappt jetzt rüber nach Niedersachsen. Hier sollen verschiedene Module für diese Waldbrandkomponenten aufgebaut werden. Als Grundsatz ist es ein Renault-Fahrgestell, ein 14-Tonnen-Fahrgestell. So wie er hinter uns steht, hat ein Kampfgewicht von 13 Tonnen. Das Fahrgestell für das TLF kommt von Renault und ist hochgeländegängig. Angetrieben wird es von einem 280 PS starken Motor. Ein Allradantrieb mit drei Differentialsperren sorgt dafür, dass man nahezu überall hinkommt. Sollte man es im Gelände doch mal nicht so einfach haben, dann verfügt das Fahrzeug noch über eine Winde zur Selbstbergung. Bauteile am Unterboden verfügen über einen mechanischen Schutz, sodass bei einem möglichen Aufsitzen nicht gleich ein Schaden entsteht. Außerdem gibt es an wichtigen Teilen und Leitungen Hitzeschutzummantelungen, die das Fahrzeug beim Brandeinsatz oder einer Fluchtfahrt durch Flammen schützen sollen. Also es ist schon mit Unimog deutlich vergleichbar. Also ich bin selber noch kein Unimog gefahren, aber die Fahrer sagen halt, dass das Renault-Fahrgestell dem Unimog um nichts nachsteht. Die Fahrzeugkabine bietet Platz für 5 Einsatzkräfte und hat zusätzlich noch Platz für eine weitere Person, die beispielsweise bei einem Waldbrand gerettet oder evakuiert werden muss. Der feuerwehrtechnische Aufbau stammt dabei von der Firma Ituri. Auffällig ist der weiße Rahmen, der die gesamte Fahrzeugkabine umfasst. Dieser dient zum einen als Astabweiser, seine Hauptfunktion ist aber die Selbstschutzeinrichtung des TLFs. An diversen Stellen befinden sich kleine Düsen, die das Fahrzeug in einer Gefahrensituation schützen sollen. Hierfür gibt es einen separaten 500 Liter umfassenden Wassertank und eine zusätzliche Elektropumpe, welche die Selbstschutzanlage unabhängig vom Betriebszustand des Fahrzeugs betreibt. Damit sollen ungefähr 6 Minuten Selbstschutz erreicht werden. Für eine solche Situation verfügt die Fahrzeugkabine auch über einen umluftunabhängigen Atemschutz. An jedem Sitzplatz befindet sich eine Maske, die von einer fest verbauten Atemluftflasche gespeist wird. Ein spezielles Warn- und Sicherheitssystem überprüft dauerhaft die Luftqualität und auch andere Parameter wie den CO-Gehalt und gibt ein Signal von sich, wenn ein Atemschutzeinsatz notwendig wird. Eine ausfahrbare Wetterstation lässt zudem weitere, für den Einsatzverlauf nützliche Werte ablesen. Das Fahrzeug ist auch dafür ausgerichtet, dass man halt den Brandeinsatz vom Inneren des Fahrzeugs fährt, deswegen auch der große Werfer vorne dran. Es hat noch eine Selbstbergungswinde unten drunter. Falls man sich wirklich mal festfährt, kann man sich auch aus dem Groben mal rausziehen. Zur Beladung an sich sind hinten zwei Haspeln dran verbaut. Eine mit einem formstabilen Schlauch, 60 Meter, praktisch wie wir ihn vom Frühjahr vom Schnellangriff kennen. Und daneben sind noch D-Schläuche, sag ich mal, ganz normal aufgerollt. Man schließt ihn dann ganz normal am C-Abgang an und mit dem Reduzierstück und hat ca. 120 Meter Schlauchmaterial, nur D-Schlauchmaterial dabei, dass man auch in einen Wald mal reingehen kann. Man hat halt natürlich auch einen B-Schlauch und einen C-Schlauch dabei, aber ausgelegt ist das Fahrzeug auf kleines Schlauchmaterial, dass man im Wald halt auch mobil und beweglich unterwegs ist. Dünne D-Schläuche bieten außerdem den Vorteil, dass man einen geringeren Löschwasserverbrauch hat. Neben diversem B-, C- und D-Schlauchmaterial sind auch Saugschläuche auf dem Fahrzeug verlastet und auch eine Kettensäge ist immer mit dabei.
Aber ich sage mal, ein Zimmerbrand als Erstangriffsfahrzeug kann ich mit dem Fahrzeug nicht fahren, das funktioniert nicht. So ein Modul, wie es in der Harzregion hier entstehen soll, ist aufgebaut, da ist ein Führungsfahrzeug dabei. Insgesamt verfügt das Modul dann über 4 solcher Tankmischfahrzeuge, wie es hinter uns steht, und dann ist noch ein GWL-2 dabei. Das ist praktisch ein so ein Modul, was hier in der Harzregion entstehen soll, zur Hälfte im Landkreis Göttingen und zur Hälfte im Landkreis Goslar. Die Kosten je Tanklöschfahrzeug dieses Typs belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Dieses Fahrzeug hier war während einer Erprobungsphase für einige Wochen bei der Feuerwehr Barbis in der Vorharzregion stationiert. Insgesamt werden bis Ende 2024 4 sogenannte GFFFV-Module in den mittel- und hochwaldbrandgefährdeten Gebieten Niedersachsens aufgebaut. Je 2 Landkreise bilden dann immer ein gemeinsames Modul zur Waldbrandbekämpfung. Aktuell laufen auch Planungen, die GFFFV-Module in den EU-Katastrophenschutz zu integrieren, um auch bei Auslandseinsätzen unterstützen zu können. Neben den speziellen Fahrzeugen gibt es für die Einsatzkräfte auch spezielle Schutzausrüstung und Ausbildungen zur Waldbrandbekämpfung.